richtig alles hinausläuft. Wir müssen die Rechnungen in Zukunft genauer unter die Lupe nehmen. Hey, was macht ihr denn Schönes? Wir haben eine Familiensitzung. Oh, ich verstehe. Übergeht den Außerirdischen, denn er gehört nicht zur Familie. Ach, wir dachten, du siehst dir die Marx Brothers an. Hab ich abgeschaltet. Gaucho hatte diesmal einen echten Bart, da mag ich ihn nicht. Das hat er aber nur einmal gemacht. Stimmt, im letzten Marx Brothers Film Love Happy. Können wir das Marx Brothers Thema wieder mal wechseln? Ja, ich spiele so lange Harfe. Ich möchte gerne auf unser Gespräch zurückkommen. Ach ja, das Gespräch, wo ich nicht dabei sein sollte. Es geht um unseren Haushaltsplan. Und wie hätte ich euch da gestört? Hätte ich das Gespräch brutal an mich gerissen? Gehe ich euch auf die Nerven? Nein, Alf, das sagt doch niemand. Bringe ich vielleicht einen Haufen sinnloser Vorschläge ein? Oder falle ich jedem ins Wort? Habe ich jemals versucht, eine Rede zu unterbrechen? Alf! Du darfst an der Sitzung teilnehmen. Nein, danke. Sehen wir uns bloß mal die Stromrechnung an. Sie ist mittlerweile dreimal so hoch wie früher. Lass die Außenbeleuchtung nicht immer an, wenn ich ausgehe. Die Außenbeleuchtung bleibt. Der Thermostat ist auch immer unten auf 20 Grad. Und ich stelle jeden Morgen den Trockner aus, wenn ich aufwache. Also dann werden wir einfach... Den Trockner? Was heißt, du machst den aus? Wozu machst du den Wäschetrockner überhaupt an? Ich brauche nachts ein bisschen Gesellschaft. Was ist? Sind 8 Stunden zu lang? Ja. Vielleicht schalte ich ihn dann lieber auf Feinwäsche. Lass ihn aus. Nochmal zurück zu unseren finanziellen Problemen. Keine Aussicht auf einen besseren Job, wie ich annehme. Mir gefällt mein Job. Das Gehalt wäre schon ausreichend. Wer hat denn da mit Tokio telefoniert? Tokio, Japan. Tokio? Das muss ein Irrtum sein. Würde ich nicht sagen. Hast du in Tokio angerufen? Wozu denn? Erinnerst du dich an den Staubsauger, der kaputt ging? Ja. Die Reparaturwerkstatt meinte, sie könnte den Geflügelsalat nicht aus dem Gebläse kriegen und müsste ihn zurück nach Japan schicken, zur Generalüberholung. Und deshalb musstest du in Japan anrufen? Also ich glaube, dass man den Dingen auf den Grund gehen muss. Dann kommen wir gleich mal zu unserem nächsten Problem, das Essen. Ich hol mir noch ein paar Plätzchen. Ich glaube, nicht jeder ist sich im Klaren darüber, was unser Essen kostet. Makronen sind auch keine mehr da. Es gibt nur noch Schokoladenchips. Abgesehen davon, was an Essen konsumiert wird, überflüssigerweise. Stimmt was nicht? Du isst unsere ganzen Vorräte. Was heißt denn die ganzen? Außer denen, die auf dem Fußboden landen. Also gut. So langsam verstehe ich, worum das Ganze hier geht. Ihr glaubt, ich wäre ein Parasit? Niemand glaubt, dass du so etwas bist. Na gut, dann ein Nassauer. Kommt der Sache schon näher. Wie wär's mit Schmarotzer? Wo hast du denn das Wort aufgeschnappt? So hast du ihn doch selbst letzte Woche genannt. Ach, sieh mal an. Einigen wir uns eben auf Parasit und machen wir weiter. Reizend. Wenn ihr mich braucht, ich bin in meinem Zimmer. Ohne euer Geld zu verschwenden. Du wirkst so niedergeschlagen. Vielleicht reagiere ich ein bisschen übersensibel, wenn man mir so Namen gibt, wie Schmarotzer, Nassauer und Parasit. Ach, weißt du, niemand von uns hat es damit ernst gemeint. Du hast uns einfach überrascht in einem Augenblick der... Wahrheit. Es geht einfach darum, ein paar Regelungen zu treffen. Du weißt, dass wir... Du brauchst mir nichts zu erklären, Katilein. Ich verstehe dich klar und deutlich. Ich muss mir einen Job suchen. Einen Job? Ja, natürlich. Und das bedeutet sofortiges Handeln für diesen Parasiten. Jetzt denk doch mal nach. Was könntest du denn überhaupt tun? Na ja, auf Melmark hatte ich meine eigene gut gehende Rosti-Vertretung. Was für eine Vertretung? Hast du noch nie einen Rosti gefahren? Der Turbo Roadster war ein Riesenrenner. Da gibt's doch sicher noch andere Möglichkeiten. Na ja, da war was mit dem Verdeck. Das Beste war, man ließ es zu. Alf. Das Letzte, was du bei uns brauchst, ist ein Job. Aber wenn du ein bisschen was beitragen willst, wie wäre es mit ein paar Arbeiten im Haus? Würdest du das gern tun? Du meinst sowas wie Kissen aufschütteln oder ähnliche Sachen? Ja, nicht nur das. Du könntest mir helfen beim Wäschefalten, den Geschirrspüler füllen. Nein, das doch lieber nicht. Wir werden uns schon was einfallen lassen. Hoffentlich nichts Schweres. Mach dir nur keine Sorgen. Arbeiten ist was für Ackergäule, aber nicht gerade das Gebiet eines Top-Managers. Nein, ich muss einen Weg finden, wie ich Geld verdiene, und zwar gleich. Aber wie? Suchen Sie einen Weg, wie Sie Geld verdienen können, und zwar gleich? Dann rufen Sie diese Nummer an. Die Gelegenheit klopft an. Oh, hallo. Ja, wann soll ich anfangen? Hä? Oh, Alf, Alf, mein Name ist Alf. Ja, habe ich jetzt schon Geld verdient? Was bedeutet das? Ich muss zuerst was verkaufen.
Na ja, gut, schicken Sie es einfach her und dann werde ich es verkaufen. 167 Hemdale. Ein Haus in Beige, nicht zu verfehlen. Ja, sehr schön. Ach, Moment, warten Sie einen Augenblick, bevor ich es vergesse. Nur noch eine Frage. Was soll ich denn verkaufen? Alf, das Paket ist für dich. Oh, es ist da, ja. Was ist denn da drin? Darf ich aufmachen? Hey, 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 was soll das? Seid doch nicht so ungeduldig, wartet's ab. Geschmackvoll verpackt, alles was recht ist. Alf, das ist ja Kosmetik. Allerdings, Kosmetika. Das muss diese Ohrläppchenlotion sein. Sag mir doch mal, was du mit dem Zeug vorhast. Na, hab ich dir das nicht gesagt? Ich hab einen Job. Ich bin jetzt eine Terry-Face-Beraterin. Ich denke, du bist ein Außerirdischer. Ich repräsentiere die Schönheit zweier Welten. Und wie willst du dieses weltweite Schönheitsmittel verkaufen? Lynn, Süße, ich weiß genau, was du mir damit sagen willst. Ich muss die Öffentlichkeit meiden, stimmt's? Ha, ich werde die Schönheit auf dem Postweg verschicken. Ich verkaufe den ganzen Krempel übers Telefon. Aber musst du nicht ein bisschen was von Make-up verstehen, bevor du es verkaufst? Das ist ja gerade das Tolle an dem Unternehmen. Sie wünschen sich Unwissenheit. Sag mal, hattest du noch nie eine Terry-Face-Behandlung? Nicht, dass ich wüsste. Hast du überhaupt eine Ahnung von dem Zeug? Süße, hör zu, dafür habe ich dieses Büchlein. Die geheimnisvolle Welt der Terry-Face-Kosmetik. Lass uns mal reinschauen. Da haben wir's. Terry-Face, geboren außerhalb von Dayton, Ohio, in einer Straßenkurve um die Jahrhundertwende. Was steht denn über Gesichtsbehandlungen drin? Interessiert dich denn nicht ihr Werdegang? Mich schon. Mich nicht. Überschlag das mal einfach. Schon gut, okay. Da haben wir's. Kapitel 1. Das schöne Gesicht. Hier, halt das mal. Und gleich mal sehen. Das muss das Richtige sein. Also los, Lynn, komm mal runter. Wir probieren es gleich aus. Großzügig über Gesicht und Hals der Kundin verteilen. Ist dir das recht? Nur ganz wenig. Ja, ja, okay. Ja, so, gut. Das geht ganz leicht und zart. Nicht so viel. Hier steht großzügig verteilen. Okay, verteile es großzügig. Das ist genau das, was ich mache. Gut so. Das wird sehr gut. Wir sind gleich fertig. Gut, okay. Jetzt zur Wangenfarbe. Da gibt es eine wunderbare Färbung, die heißt, früher Abendhummer. Hast du einen Spiegel? Noch nicht, noch nicht. Jetzt musst du erstmal die Wangen richtig einziehen. Ganz fest. Super, es geht los. Das wird schön. Ach, 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 ja, fabelhaft. Hier noch ein bisschen. Sehr gut. Ja. Okay, wo ist der Spiegel? Davor muss ich dich warnen. Meine Arbeit spricht für sich selbst. Gib her. Na los. Ich geh mir das Gesicht waschen. Du musst warten, bis es trocknet. Bevor es trocknet. Brian, ich bin im Geschäft. Meine Nassauertage sind gezählt. Was ist mit den Parasitentagen? Keine Witze drüber. Komm, wir tragen mal das Zeug rauf in mein Zimmer. Hallo? Einen Moment. Alf, ist für dich. Ich glaube Ginger. Oh, gut, gut. Danke. Hallo? Ginge, Liebling. Ah ja, ich habe das Paket gerade gekriegt. Es ist gigantisch. Ja, die Lippenstifte. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel sinnliche Farben gibt. Ja, oh, dieses Mandarinentango ist exquisit. Was? Du meinst ein paar Zusatzschachteln? Oh ja, kein Problem. Hm? Ja, schick es her, ich bring's unter. Ja, natürlich, belaste mein Konto. Ja, in Ordnung, vielen Dank. Ciao. Alles bestens, Brian. Ich ziehe aus dem Parasitenhotel. Ich verklopp die Creme und das Styling-Gel. Es ist zu ruhig. Zum Lesen? Im Haus. Wo ist Alf? Ich weiß nicht, vielleicht ruht er sich aus oder er liest. Vielleicht trägt er auch unsere Handtücher durch die Gegend. Erzähl doch mal, ja. Alf. Wieso trägst du unsere Handtücher durch die Gegend? Wir sind aber heute Abend besonders neugierig. Hallo? Wir hätten gern eine Antwort auf diese Frage. Es ist für dich, jemand namens Ginger. Oh ja, hier, komm, halt das mal. Ja? Hallo? Oh, hi, Ginge. Ja, wo brennt's denn? Aha. Ja, aha. Was macht Oscars Leistenbruch? Oh, schön, das sind gute Neuigkeiten. Also, Ginge, du sprichst mir aus der Seele. Ja, diese Kräuterduftkissen,
werden bestimmt ein großer Renner. Ja, ja, schick mir eine Ladung rüber. Kräuterduftkissen? Der Anfängerstar des Monats? Moi? Haha, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin perplex. Ich bin gebügelt. Ich bin vollkommen weggetreten. Ja, ciao, ich muss jetzt Schluss machen. Grüße an Brigitte und Peggy. Bye, bye. Tschüss. Also gut, ganz ruhig. Ganz von Anfang an. Wer ist Ginger? Und wieso sprecht ihr beide über Kräuterduftkissen? Und, verzeih meine Unkenntnis, was sind Kräuterduftkissen? Schon gut. Ich hätte es euch sowieso gesagt. Ich habe einen Job. Du hast was? Einen Job. Ich bin in der Rouge-Schleuderbranche. Was? Das ist der Fachausdruck für Schönheitspflege. Was? Ich verkaufe Kosmetika. Aber ich dachte, wir beide hätten uns gegen einen Job entschieden. Das ist nicht nur ein Job. Das ist eine glitzernde, glänzende Karriere. Wenn ich meine Karten richtig ausspiele, dann kann ich zweimal so viel nach Hause bringen wie dieser Staatsdiener hier. Der Staatsdiener hat es nicht nötig, dass du Kosmetika verkaufst. Der Staatsdiener verdient selbst genug. Also vielen Dank. Mami, ich suche die Handtücher. Ach, also hier sind sie. Ja, Alf wollte uns gerade erzählen, wieso. Vielleicht braucht er etwas Platz zum Lagern. Du kannst dir die Ausreden getrost sparen. Zur Operation Make-up habe ich die Katze schon aus dem Sack gelassen. Hast du etwa davon gewusst und uns nichts gesagt? Ja, Alf hatte mich darum gebeten, nichts zu sagen, bis er genug verdient hat, um den Staatsdiener zu entlasten. Ja, wisst ihr, ich habe jetzt endlich das Gefühl, ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein. Ich steuere meinen Anteil bei, Willi. Mit dem Verkauf von Kosmetika. Warum nicht? Er ist richtig begeistert von der Arbeit. Och, geben wir ihm doch eine Chance. Ja, ja, ich kontrolliere nur mal den Wareneingang. Ich bin gleich wieder da. Weißt du, Liebling, es ist doch eigentlich sehr nett, dass er uns auf diese Weise unterstützen will. Naja, vermutlich werden wir ihn dabei unterstützen müssen. Für den Anfang. Und wenn wir dann mit dem Zeug einen Gewinn machen, nicht, dass wir ihn brauchen. So, von mir aus kann's losgehen. Setz dich, Kathilein. Begeben wir uns an die pflegliche Beseitigung der Verwüstungen der Zeit. Wie bitte? Sei nicht gekränkt, meine liebe Kate. Wir werden alle nicht jünger, nicht? Willi, sehe ich alt aus? Warum in aller Welt hörst du ihm zu? Er ist doch ein Schönheitsexperte. Kate, meine Liebe, hör mir bitte zu, ja? Ja. Kosmetisch gesehen bist du ein Pflegefall, aber nicht alt. Denn auch eine Frau von solch strahlender Schönheit sollte darauf achten, dass ihre unvergängliche Lieblichkeit blüht und duftet zu jeder Zeit. Oh Mann, oh Mann. Nein, nein, lass ihn reden. Wir hatten beschlossen, ihn alle zu unterstützen. Also gut, vielleicht kaufe ich irgendetwas bei dir. Was würdest du mir empfehlen? Nun, ich würde zunächst mal sagen, unsere unterreflektierende Kinnpolierpaste ist ein Muss. Wirklich? Was kostet sie? $50. Oder 20? Wie viel hast du? 5. Stimmt. Du scheinst tatsächlich so eine Art Verkaufsgenie zu sein. Hey, ich wurde zum Starverkäufer des Monats gewählt, nicht umsonst. Du bist der Starverkäufer des Monats und hast überhaupt noch nichts verkauft? Ha! Es geht nicht darum, was du verkaufst, sondern darum, wie viel du einkaufst, ja. Sag mal, wie viel genau hast du denn eingekauft? Da muss ich in meinem Ausgabenbuch nachsehen. Mr. Tanner? Ja? Ich habe eine Lieferung für Sie von der Terry Faith Company. Einen Moment, bitte warten Sie. Ich werde nichts unterschreiben. Das brauchen Sie auch nicht. Es ist bereits alles bezahlt. Ich bringe den Rest, wenn ich einen größeren Laster bekomme. Bleiben Sie fröhlich. $4,000! Ja, das stimmt mit meinem Auftrag überein. Wie war es dir möglich, für diese Kosmetik $4,000 zu bezahlen? Plastik. Ich habe mit deiner Kreditkarte bezahlt. Ach, dann muss ich dir sagen, du hast dein Limit überschritten, hm? Du nimmst meine Kreditkarte und kaufst für $4,000 dieses Make-up? Was hatte ich denn für eine Wahl? Banken geben keine Kredite an Leute, die nur einen Vornamen haben. Außer an Madonna. Ich kann es einfach nicht fassen. Keine Sorge, ihr kriegt alles zurück. Die Gewinnspanne bei den Artikeln ist fantastisch. Hier, sieh mal, jetzt sind es schon $5 weniger. Alf! Alf! Alf, was soll ich machen, wenn das Zeug grün wird? Na, wollen mal sehen. Dayton, Dayton. Ihre erste Ehe. Geschwollene Augenlider. Die Rückkehr nach Dayton. Ah, hier haben wir es. Wenn etwas grün wird. Oh. Lynn, geh und hilf deinem Bruder, das Zeug wieder runterzuwaschen. Ja, gut. Komm mit. Du hast das Vertrauen dieser Familie zu lange missbraucht. Viel zu lange. Du stehst unter Kuratell. Kein Telefon, kein Fernsehen, bis wir diese Make-up-Katastrophe bewältigt haben.
Meine Karriere scheint dich ja mächtig zu frustrieren. Sehe ich das richtig? Ja, und zwar finanziell. Das Leben ist komisch. Da versuchst du jemandem zu helfen und bumm, wendet sich alles gegen dich wie ein wildes Tier. Wenn das wieder einer deiner Lieferanten ist... Nein, das sind wahrscheinlich nur die Mädchen. Was für Mädchen? Oh, Entschuldigung, die Damen. Was für Damen? Na, die Kunden, die auf der Terry Face Party kaufen wollen. Für sie sind die Handtücher bestimmt. Tatsächlich lauter Frauen. Du wirst in diesem Haus keine Kundinnen bewirten. Aber natürlich nicht. Das müsst ihr machen. Was heißt, das müssen wir machen? Ich bin gerade dabei, es euch zu erklären. Also eure Aufgabe in der Terry Face Verkaufsfamilie ist die persönliche Betreuung. Also Gastgeber für meine Kundinnen zu sein. Wenn wir dabei auch noch deine Produkte verkaufen sollen, dann kannst du das vergessen. Nicht doch. Diese Produkte verkaufen sich von selbst. Ihr braucht überhaupt nichts zu machen. Außer ein Haus voll fremder Leute zu bewirten. Keine Panik, sie werden alle Namensschilder tragen. Ach ja, und bitte nehmt keine Schecks ohne Scheckkarte an. Wie? Willi! Keine Panik. Ich werde dieser Sache sofort ein Ende machen. Meine Dame, es tut mir furchtbar leid. Bitte kommen Sie rein. Nein, ich bin nicht Alf. Dann sind Sie sein Assistent Willi. Wo ist Alf? Er ist auf einer... Einer Vorstandssitzung. Ja, genau. Meine Damen, wenn Sie mir bitte zuhören wollen, bitte, was diese Produkte angeht... Oh, Willi, Sie brauchen uns nicht zu verkaufen. Diese Produkte verkaufen sich von selbst. Ich nehme einen Espresso. Oh ja, das wäre prima. Streuen Sie mir ein bisschen Zimt drüber und keine großen Umstände mit dem Strudel. Espresso. Strudel. Meine Damen, ich weiß nicht, was Ihnen Alf alles erzählt hat. Oh, lassen Sie nur, hier sind Sie. Ist es Ihnen recht, wenn wir Sie auskarten? Sollen nur recht sein? Nein, ich weiß nicht, ob mir das recht ist. Eigentlich nicht. Ist der Espresso schon fertig? Und der Strudel? Ja, ich sehe mal nach. Ach, Willi, ist die hammelfettfreie Augenlösung schon reingekommen? Gelb! Sagt Mädchen, Sie sollen sich gedulden, der Imbiss kommt gleich. Was mache ich denn jetzt? Wir haben nicht mal eine richtige Espresso-Maschine. Das ist schlecht. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit auf diesen Partys. Hier, Sie sollen damit anfangen. Ich mache ein bisschen Pulverkaffee. Du machst überhaupt nichts. Die Party ist vorbei. Willi zeigt doch nicht schon wieder seine Kartentricks, oder? Ich mach schon auf. Ah, guten Tag. Ach, Willi, ich will meine Nägel nicht ruinieren. Würden Sie mir das einmassieren? Wo? Überall, wo es nötig ist. Willi, ich... Hallo, Kate. Können wir einen 100-Dollar-Schein wechseln? 100 Dollar? Hm? Ach, vergessen Sie das Wechselgeld. Ich nehme das und den Avocado-Hauttoner und dann stimmt die Rechnung wieder. Avocado-Hauttoner muss ich unbedingt auch haben. Oh, ihr habt was mit Avocado? Was geht denn hier bloß vor? Ich weiß auch nicht. Sieht so aus, als würden wir verkaufen. Willi, nehmen Sie auch Schecks ohne Karte an? Ja, ich weiß nicht. Sollen wir? Den Ausweis zeigen. Ja, gegen Ausweis. Ich glaube, damit habe ich jetzt ein Anrecht auf die Koffer. Was für Koffer? Alf hat mir gesagt, ich kann wählen zwischen mattem und glänzendem Kunstleder. Aber ich würde sie gern sehen, bevor ich meine Wahl treffe. Ich weiß wirklich nicht, worüber Sie jetzt sprechen. Alf sagte schon, Sie würden versuchen, es mir auszureden. Myrna, vergiss die Koffer. Kauf lieber noch was für 200 Dollar und nimm die Reise nach Dayton. Das Faith-Museum wird dir gefallen. Es ist wunderbar. Ja, gute Idee. Sag mal... Glaubst du auch, dass wir das Richtige tun? Ich weiß nicht, aber wir haben keine andere Wahl. Wir stecken da drin bis zum Hals. Hals? Oh, weil Sie gerade davon sprechen, wo ist denn der Hals- und Wangenraffer, den ich bestellt habe? Komm gleich, Barney. Ich bin gleich wieder da. Käsecrackers? Ja, danke. Oh, nein. Mr. Teller, Ihre restliche Lieferung ist da. Soll ich es vor die Tür stellen oder wohin mit dem Zeug? Der Abend war ein Riesenerfolg. Völlig unausgeschlafen und muffelig sitzen Alf und die Familie Tanner am nächsten Morgen bei der Abrechnung. Wie viel haben wir umgesetzt? Nicht so schnell. Ich brauche einen Trommelwirbel. Sag's uns doch. Kein Bericht über das Ergebnis ohne Trommelwirbel. Gib schon her. Oh, wir waren aber ziemlich gut. Was heißt ziemlich gut? Wir haben alles zurück und noch einen Gewinn gemacht. Oh, prima! Dann können wir die neue Tischtennisplatte kaufen. Nein, ich glaube, wir nehmen das Geld lieber, um den Anruf nach Tokio zu bezahlen. Weißt du, wenn wir noch ein paar von diesen Partys machen... Nein, keine Partys mehr. Nie wieder Make-up. Nie wieder Terry Faith. Naja, da möchte ich aber doch sagen, wie dankbar ich euch bin, dass ihr mir diese Chance gegeben habt. Ihr habt mir sehr geholfen und alles ist gut ausgegangen. Und jetzt? Jetzt habe ich auch etwas für euch. Lynn? Zeig ihnen, was sie gewonnen haben. Ihr habt soeben einen wunderschönen Satz Koffer gewonnen aus original echtem Kunstleder. Oh. Alf, das ist wirklich, wirklich ganz lieb von dir.
Die sehen beinahe wie echt aus. Und das soll alles nur der Anfang sein. Denn nächste Woche werdet ihr die Koffer packen und gemeinsam ins wunderschöne Dayton aufbrechen. Dort verbringt ihr 3 Tage und 2 Nächte im herrlichen Terryland Hotel. Ihr werdet dinieren und tanzen in der komfortablen Augenschatten-Lounge. Und ihr besucht das Terry Faith Museum, wo Terry persönlich besichtigt werden kann. Aufs Schönste konserviert im durchsichtigen drehbaren Kristallsarg. Um die Erhabenheit dieses Monuments nicht zu stören, ist das Fotografieren mit Blitzlicht verboten. Es ist perfekt. Es geht nicht über Zahnpasta. Kate, Willi, ihr könnt jetzt reinkommen. Ja, wir kommen. Alles Gute zum Hochzeitstag. Alles Gute zum Hochzeitstag. Alles Gute zum Hochzeitstag, zu eurem Hochzeitstag. Alles Gute zu eurem Hochzeitstag. Alles Gute zu eurem Hochzeitstag. Halt. Was hast du mit uns vor? Ist denn der Text zu kompliziert? Alles Gute zum Hochzeitstag. Oh, Alf, das ist ja wirklich sehr nett von dir, aber... Ja, wirklich, wir danken dir. Vielen Dank. Das einzige Problem ist... Was heißt ihr Problem? Macht euch doch bequem. Setzt euch. Der olle Alf, der macht heute alles für euch. Das Kochen, das Servieren und das Abwaschen. Nur wenn ihr in euer Schlafzimmer wollt, dann seid ihr auf euch selbst angewiesen. Zwinker, zwinker, kicher, kicher. Was ist denn hier los? Es sieht ganz danach aus, als wollte uns Alf eine Überraschungshochzeitstagsparty geben. Nur ein winziges, inoffizielles gar nichts. Etwas Hummerpastete. Ich dachte, ihr wolltet heute Abend ausgehen. Was? Naja, ich wollte dir das gerade verklickern. Wir gehen ins Theater heute Abend und sehen Niklas Nickleby. Und es war sehr schwer, noch Karten zu bekommen. Aber wir finden es toll, was du dir für eine Mühe gegeben hast. Schon die Rosen so zu schneiden, dass sie aussehen wie Radieschen. Dann die gute Pastete. Das ist eine wirklich sehr gute Pastete. Was ist da drin? Lass mich raten. Da ist Hummer drin und saure Sahne. Aber da ist noch irgendwas anderes. Knetmasse. Das ist es. Es ist, als wäre Leuchtstoff drin. Es sollte was Besonderes sein. Ich gehe mir mal schnell die Zähne putzen. Also, wenn du uns das ein bisschen früher gesagt hättest, dann hätten wir unsere Pläne noch ändern können, aber... Ach, ist schon okay. Dann feiern wir eben euren Hochzeitstag ohne euch. Was meinst du, Lynn? Nur wir drei. Du, ich und Brian. Na klar, ich bin zwar nicht hungrig, aber es könnte lustig sein. Fertig, Mom! Brian, heute ist Party bei uns. Sei dabei oder sei ein faules Ei. Ich kann nicht. Ich übernachte heute bei Scotty. Weißt du, seine Schildkröte ist gestorben und wir wollen sie die Toilette runterspülen. Du sagst meine Party ab, um eine Schildkröte runterzuspülen? Aber ich darf die Kette ziehen. Das ist Scottys Mutter. Ich muss gehen. Gib mir einen Kuss. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, Lynn, ich glaube, es gibt nur noch 240. Sag mal, Mami, wenn ich nicht auf Brian aufpassen muss, dann könnte ich doch rüber zu Julie gehen, oder? Ich denke schon. Was spült die denn runter? Gar nichts. Aber sie hat mit ihrem Freund Schluss gemacht und braucht jemanden, mit dem sie zusammen Eis essen kann. Warum lädst du sie da nicht zu uns ein? Alf. Ach ja, richtig. Es ist die alte, wenn man dich sieht, sperrt man dich ein, Entschuldigung. Ja, so langsam wird sie ein bisschen fadenscheinig. Ich bring dir ein schönes Eis mit. Glaubst du, du kannst mich mit einem Eis rumkriegen? Also Rumtraube mit Nuss. Wir sehen uns nach dem Theater. Ja, schön. Viel Spaß. Danke. Grüß Daddy und macht euch einen schönen Abend. Es ist euer Hochzeitstag. Danke. Was übrig bleibt, bin nur noch ich und meine Coquille Saint-Jacques. Oh, du tust mir richtig leid, Alf. Ich glaube, ich habe das Schlimmste weggekriegt oder leuchten meine Zähne. Jetzt ist Lynn rüber zu einer Freundin und ich habe gar nicht daran gedacht, dass Alf dann heute Abend allein ist. Hatte ich schon gesagt, dass ich Fondue Flambé mache? Also nun ist sich aber nicht mehr zu ändern. Und Pommes frites in siedendem Öl? Vielleicht sollten wir zu Hause bleiben. Diese Karten kosten $100 pro Stück. Er wird's überstehen. Ihr wollt also wirklich gehen? Nach dem Theater kommen wir direkt wieder her. Ja, 3 Stunden lang Dickens. Nehmt euch ein Kissen mit. Ich hab's im Fernsehen gesehen, es ist nicht zum Aushalten. Na und der Hauptdarsteller hört sich an, als wäre er im hinterletzten Viertel geboren. Und dann verrate ich euch auch noch, wer der Täter, ich meine, wer der Vater ist. Da kommt ihr nie drauf. Nein, nicht! Ralph Nickleby! Ich wünsche euch viel Vergnügen.
Hallo, Lucky. Was machst du? Hast du vielleicht Lust auf ein Schwätzchen? Telefoniert vielleicht gerade mit seiner Freundin. Hier sind wir wieder und haben Jody am Apparat. Hallo, Jody. Hallo, Mrs. Rock. Jody, was glauben Sie, ist der Grund für Ihre Einsamkeit? Naja, es ist alles so ganz anders in Los Angeles. Hierher zu ziehen, das ist fast wie auf einen anderen Planeten zu fliegen. Das kann ich verstehen. Mich überkommt hier eine große Angst vor Zurückweisung. Die Menschen reagieren irgendwie komisch, wenn sie merken, dass man nicht so ist wie sie. Verstehe ich auch, sehr gut sogar. Manchmal muss man es riskieren, verletzt zu werden, wenn sich die Dinge ändern sollen. Dieses Risiko müssen Sie eingehen. Sie werden einen Freund finden, Jody. Hallo, Jody, magst du Rothaarige? Vielen Dank, Dr. Schrock. Es ist wichtig, mal mit jemandem zu sprechen, der Interesse für die Probleme anderer hat. Ja, so ist es. Liebe Hörer, bis gleich. Hier noch einmal unsere Nummer 555-4455. Nach der Werbung melden wir uns wieder. 555-4455. Hallo? Guten Tag, hier ist Alf. Ja, ich möchte gern mit Jody sprechen. Jody, ihr emotionaler Problemfall, der vor einer Minute geplaudert hat. Wieso nicht? Gut, Sie können mir meine Nummer geben. Ja, es ist 555-8531. Sagen Sie ihr, sie hat einen Freund gefunden. Mhm. Die machen dickes Ding draus. Bin ja mal gespannt. Hallo? Ja, hier ist Alf. Oh, Jody. Nett, dass Sie zurückrufen. Jody, was liegt an, Baby? Alf telefoniert. Und wenn er telefonieren kann, ist er glücklich. Am nächsten Tag sitzt die ganze Familie im Wohnzimmer. Willy macht Schularbeit mit Brian. Alf betreibt Fußpflege. Nein, subtrahieren heißt abziehen, addieren heißt dazuzählen. Wohlerzogene Leute schneiden sich nicht die Nägel im Wohnzimmer, Alf. Wieso nicht? Weil das zur Folge hat, dass einem das Essen hochkommt. Nur zu. Hör jetzt auf damit. Hm? Gut. Oh, geh du für mich ran, Willi. Das ist sehr wahrscheinlich Jody. Wenn es Jody ist, geh doch selber ran. Und wenn sie es nicht ist? Ich geh ran. Hallo? Es ist Jody. Wer? Jody. Das weiß ich doch, aber ich höre so gern ihren Namen. Wer ist das? Jody. Ich habe doch bloß gefragt. Entschuldige mich, nervt diese Jody-Geschichte. Schon gut. Das nimmt ein bisschen überhand. Mhm. Bleib mal einen Moment dran, Jody-Lein. Sag mal, könntet ihr vielleicht ein bisschen auf die Veranda gehen? Ich wäre gerne etwas ungestört. Warum nimmst du dann nicht den Apparat in der Küche? Null Problemo. Leg einfach auf, wenn ich's dir sage. Was soll man davon halten? Das ist schon das dritte Mal, dass sie heute miteinander telefonieren. Ist doch ganz gut, wenn Alf außerhalb der Familie Freundschaften hat. Jetzt! Ich frage mich nur, wohin diese Beziehung noch führen wird. Muss sie denn überhaupt irgendwo hinführen? Will Alf denn heiraten? Nein, das wird er nicht. Wieso, hast du irgendwas gehört? Mach dir keine Gedanken, Jodylein. War bloß die Soßenschüssel. Ich ruf dich später wieder an. Passt auf, dass ihr nicht barfuß in die Küche geht. Wie geht es denn, Jodylein? Fantastisch. Wir haben so vieles gemeinsam. Wir lieben beide Katzen. Allerdings, ich mag sie mehr mit Pommes frites. Ich werde zum Elefanten im Porzellanladen. Alf, wir sind alle sehr froh, dass du eine Freundin außerhalb der Familie gefunden hast. Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen. Kennenzulernen? Mhm. Habe ich's dir noch nicht gesagt? Wir haben morgen eine Verabredung. Ihr beide? Mhm. Aber da kannst du unmöglich hingehen. Wieso nicht? Hast du kürzlich mal in den Spiegel gesehen? Nein, meiner ist kaputt gegangen. Dabei fällt mir ein, geht bloß nicht barfuß in die Wäschekammer. Alf, wenn du ausgehst mit Jody, wird man dich sehen. Aber nein, niemand. Wir treffen uns in ihrer Wohnung. Aber Jody, sie wird dich sehen. Nein, das glaube ich nicht. Jody ist blind. Blind? Blind. Alf, du darfst sie nicht sehen. Wieso, weil sie blind ist? Ja, Mami, meinst du, weil sie blind ist? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie nicht sehen kann. Sprich es aus, Kate. Sie ist blind. Aber ihre Blindheit ist nicht das Problem. Also was ist das Problem? Ja, Mami, was hast du denn gegen Jodylein? Sag mal, hast du nicht noch Hausaufgaben zu machen? Die können warten. Nein, können sie nicht. Ist gut, Mami.
Also, wir haben gar nichts gegen Jody. Freut mich. Kann ich das Auto haben? Nein. Ich lasse Jody nicht an Steuer. Was sagst du eigentlich, wenn Jody dir irgendwelche Fragen stellt? Wenn sie zum Beispiel von dir wissen will, wo du herkommst? Das weiß sie doch schon. Cincinnati. Cincinnati? Mhm. Was hast du ihr denn noch erzählt? Mein ganzes Leben. Was ich mache, welchen Beruf ich habe, Musikinstrumentengroßhandel. Und dass da zwei reizende Kinder sind. Mhm. Zwei Kinder? Die Zwillinge. Aus meiner kurzen Ehe mit Cassie Rigby. Also, ich finde, du darfst sie nicht anlügen. Das weiß ich, aber was hätte ich tun sollen? Irgendwann wird sie die Wahrheit doch sowieso erfahren. Nicht, wenn Cassie Rigby ihren Mund hält. Hör zu, ein Treffen mit Jody ist einfach zu gefährlich. Du weißt es und wir wissen es. Naja, das bedeutet ja wohl, dass ich keine Freunde haben darf. Alf, du hast eine Menge Freunde. Ich bin deine Freundin. Brian ist dein Freund. Ich bin dein Freund. Siehst du, du hast viele Freunde. Mich eingeschlossen. Ja, bloß keine Freunde außerhalb der Familie. Wenn ihr mich braucht, ich bin in meinem Zimmer. Wieder allein. Natürlich. Ich würde es aufwischen, aber ich bin zu deprimiert. Armer Alf. Traurig geht er auf sein Zimmer. Keine Freunde. Was ist das für ein Leben? Doch, einen wahren Freund hat er. Mr. Ginsburg. Eine Stoffpuppe, der er jetzt sein Herz ausschüttet. Nun, Mr. Ginsburg, es gibt nur noch uns beide, dich und mich. Was würdest du jetzt gern machen? Singen? Oder vielleicht eine Scharade? Oder Socken hüpfen? Was habe ich getan? Ich habe meinen einzigen Freund getötet. Hör mal, Alf. Verzeih mir. Ja, was? Würde es dir vielleicht Spaß machen? Das ist meine Socke. Daddy. Ja, schon gut. Würde es dir vielleicht Spaß machen, mit uns rauszugehen und ein bisschen Frisbee zu werfen? Was soll ich werfen? Na, Frisbee. Hier, ich zeig dir mal, wie es geht. Au, dafür bin ich jetzt nicht in Stimmung. Wir wollen dich doch nur ein bisschen aufheitern. Ich brauche keine Aufheiterung. Ich bin glücklich. Ich habe mein Bett, meinen Wasch- und Trockenautomaten und ich unterhalte mich mit Socken. Okay, ist schon gut. Dann spiel du den einsamen Grübler. Wir sind jedenfalls draußen. Schön. Brian, besorg dir einen Gesichtsschutz. Ich komm gleich nach. Weißt du, es tut mir richtig weh, dich so zu sehen. Mir tut es weh, so zu sein. Ich fühle mich wie Streaky McIntosh. Streaky wer? McIntosh, zu Hause auf Melmac. Er war Umlaufbahnwächter und er hatte auch keine Freunde. Ehrlich gesagt, er war ziemlich nervtötend. Bin ich auch nervtötend? Aber nein, überhaupt nicht. Gut. Pass nur auf, es wird alles gut. Das kannst du leicht sagen. Du läufst nicht wie ich auf einer Einbahnstraße in die Einsamkeit. Nein, aber ich kann dich gut verstehen. Meinst du wirklich? Naja, also ich stell's mir so vor, als wenn ich nie mehr unser Haus verlassen dürfte. Und keinen Menschen mehr treffen könnte. Und das für den Rest meines Lebens. Das ist ja schrecklich. Es tut weh, wirklich. Dr. Schrock sagt, wir sollen Risiken eingehen, aber wie soll ich das versuchen, wenn niemand da ist, der es mit mir versucht? Ich helfe dir. Was meinst du? Ich helfe dir, dieses Risiko einzugehen. Ja? Wir haben nur 3 Stunden. Wo ist die Frisiercreme? Oberstes Fach. Und das Gesichtswasser? Unterstes Fach. Talg und Puder? Unter dem Becken. Mundwasser? Im Medizinschrank. Der Besen? Ich mach das nachher, komm jetzt. Es soll keiner barfuß ins Bad gehen. Nun mach schon, wir kommen zu spät. Na und wie sehe ich aus? Wie ein Titelbild. Von was für ein Magazin? Also los, es ist höchste Zeit. Nein, wirklich, was für ein Magazin? Hier, das ist Ihre Wohnung. Also ich glaube doch, wir hätten ihr irgendwas mitbringen sollen. Ein paar Blumen, etwas Konfekt, eine Rambo-Puppe. Nein, du brauchst wirklich nichts mitzubringen. Meinst du, das Mädchen macht sich nichts aus solchen Sachen? Naja, vielleicht schon, aber es ist zu spät. Vielleicht nicht. Sehen wir mal, was Willi in seinem Mantel hat.
Hilfe! Da habe ich die Hand von jemandem. Aber das ist nur ein Halsschuh. Okay. Ich bin um 9 zurück. Pünktlich. 9, genau. Pünktlich, ja. Und pünktlich wie eine Uhr. Sie darf nicht merken, dass du ein Außerirdischer bist. Schon gut, ganz recht. Okay. Tschüss. Tschüss, ja, richtig, tschüss. Richtig. Pünktlich 9 Uhr, kein Außerirdischer. Pünktlich 9 Uhr, kein Außerirdischer. Wer ist da? Kein Außerirdischer. Ich meine, hier ist Alf. Ich bin's. Alf, hi. Ich bin Jody. Es freut mich, dich kennenzulernen. Oh, bitte. Du brauchst dich doch nicht zu verbeugen. Hey, du hast wirklich eine hübsche Wohnung. Für den Fall, dass du es wissen willst. Vielen Dank. Ich habe sie selbst eingerichtet. Für den Fall, dass du es hören möchtest. Wollen wir uns nicht setzen? Guter Gedanke. Direkt vor dir steht ein Sessel. Und ich habe schon überlegt, was es sein könnte. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe was zu essen gemacht. Großartig. Gute Freunde, gutes Essen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Möchtest du ein paar Shrimps zum Hors d'oeuvre? Shrimps zu was? Zum Hors d'oeuvre. Wie soll ich mich da entscheiden? Lieber Shrimps, kein Hors d'oeuvre. Oh, ja, du hast recht. Lieber Shrimps als Hors d'oeuvre. Katzenhaare. Oh, das ist mir aber peinlich. Ich dachte, ich hätte sie alle weggekriegt. Perser, 83er. Vielleicht auch ein 84er. Wahrscheinlich wirst du von Haaren bedeckt sein, wenn du wieder gehst. Ach ja, aber man gewöhnt sich dran. Oh, das sieht aber lecker aus. Das freut mich. Ich hatte schon Angst, du würdest es nicht mögen. Man weiß ja kaum noch, was man machen soll. Ich meine, was die Leute gerne essen wollen. Die einen mögen kein rohes Fleisch, die anderen keinen Zucker oder nichts Gebackenes oder nichts Gebratenes oder keine Milchprodukte. Ah, danke. Sie waren wirklich köstlich. Weg sind sie. Alle? Nun, es freut mich, dass es dir geschmeckt hat. Oh, entschuldige, wolltest du auch welche? Ach nein, ich bin zu nervös zum Essen. Ich esse gerade, wenn ich nervös bin. Bist du denn jetzt nervös? Allerdings esse ich besonders gerne, wenn ich nicht nervös bin. Ich esse, wenn ich deprimiert bin. Ich esse, wenn ich mich langweile. Ich esse, wenn ich einsam bin. Ich esse die ganze Zeit. Ich habe ein bisschen Übergewicht. Ich bin zu klein. Ich bin blind. Du hast gewonnen. Oh, willst du ein bisschen Musik? Ja, die Stereoanlage ist rechts von dir. Danke. Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich jetzt den Mixer angestellt. Was möchtest du denn gerne hören? Och, vielleicht doch irgendwas von den Pinks oder vielleicht doch lieber was von den Floyds. Von denen habe ich gar nichts. Na, dann spiel uns doch das Weihnachtslied von den Chipmunks. Ja! Ja! Ich liebe dieses Lied. Ja! Das ist doch mal ein richtiges Vergnügen. Du sagst es, Lady. Dieser Abend kommt auf die ersten Plätze der Hitliste. Und so beginnt für die beiden ein vergnüglicher Abend. Doch zu schnell vergeht die Zeit. Schon ist es 9 Uhr. Lynch steht ungeduldig vor Jodys Wohnungstür und will Alf abholen. Alf! Da ruft doch jemand. Wo? Alf, ich bin blind, aber nicht taub. Alf! Alf, beeil dich! Es ist Kathy Rigby, habe ich recht? Nein, es ist das Mädchen, mit dem ich lebe. Was? Das ist nicht so, wie du denkst. Sie ist erst 16 Jahre alt. Das ist schlimmer, als ich dachte. Auf! Meine Eltern werden uns noch überraschen. Ja, ja, ich komm schon. Du musst einen ziemlich schlimmen Eindruck von mir haben. Aber ich kann dir die Sache erklären. Sag mir einfach die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit kann ich dir nicht sagen. Genau genommen kann ich dir so gut wie gar nichts sagen. Außer einer Sache. Du bedeutest mir wirklich etwas. Du bedeutest mir auch etwas, Alf. Und ich bitte dich, mir zu vertrauen. Da verlangst du eine ganze Menge. Ja, das weiß ich wohl. Aber denk daran, was Dr. Schrock gesagt hat. Manchmal muss man es eben riskieren. Mir scheint nur, dass du bei der Sache weniger riskierst als ich. Du hast ja keine Ahnung. Auf! Auf! Ja, eine Sekunde. Jody. Bist du bereit, es mit mir zu riskieren? Ja. Also gut. Dann will ich dich etwas fragen. Alf, wir müssen sofort los! Es ist schon 9 Uhr! Also, was meinst du dazu? Klingt gut. Gute Nacht, Alf. Gute Nacht, Jody.
haben es geschafft. Ach, du liebe Zeit, das Badezimmer. Hi. Ihr kommt spät. Entschuldige, aber wir mussten unterwegs noch kurz anhalten. Ja, wir haben uns erinnert, dass du einen Freund haben wolltest, außerhalb der Familie. Also hier, das ist Sparky. Ihr kauft mir eine Ratte? Reizende Geste. Es ist ein Hamster. Selbe Familie, andere Spezies. Schmecken aber ganz genauso. Ich gebe ihn morgen zurück. Heute noch. Komm, Brian, ich bring dich ins Bett. So, hi ihr beiden, das Bad ist sauber. Großartig. Weißt du, Lynn, das vergesse ich dir nie, was du heute Abend für mich getan hast. Das Entscheidende ist, dass wir es überstanden haben. Ja, wenigstens bis Sonnabend. Sonnabend? Mhm. Rat mal, wer da zum Essen kommt. Oh.